Die Nicht-Nominierung von Leroy Sané für den finalen WM-Kader Deutschlands sorgt für Erstaunen im Umfeld des Weltmeisters. Teamchef Joachim Löw stellte sich nach der Kaderbekanntgabe den Fragen von Journalisten und begründete seine Entscheidung: Leroy hat riesiges Talent, absolut. Er wird auch bald wieder dabei sein, ab September werden wir verstärkt mit ihm arbeiten. Aber er ist vielleicht in den Spielen der Nationalmannschaft noch nicht so ganz angekommen, sagt Löw. Sam hatte mit 10 Toren und 15 Assists wesentlichen Anteil am Meistertitel von Manchester City in England. Zudem wurde er zum besten Jungprofi der Premier League gewählt. Neben ihm wurden auch Bernd Leno, Jonathan Tah und Nils Petersen aus dem DFB-Kader gestrichen. Am Auftreten Sams habe es laut Löw nicht gelegen, dass es der Linksaußen nicht geschafft hat. Abseits des Platzes gab es gar nichts, wirklich. Leroy hat sich sehr korrekt und gut verhalten. FIFA WM 2018. Diese 4 Spieler nimmt Deutschland nicht mit zur WM. FIFA WM 2018. Das sind die Mannschaften der 32 WM-Teilnehmer. Brandsticht Sane aus auch an der Defensivleistung im Testspiel gegen Österreich 1:2. Habe Löw wenig zu kritisieren gehabt. Er hat sehr gute Defensivarbeit versucht. Er ist nach hinten gegangen, er hat umgeschaltet. Da gab es überhaupt keinen Vorwurf, letztlich musste sich Löw auf der linken Offensivseite zwischen Julian Brandt von Leverkusen und Sane entscheiden. Wir mussten uns entscheiden, weil der Kader ausgewogen sein muss. Die Entscheidung war hart, sagt Löw. Für Brandt sprach auch die Teilnahme und die guten Leistungen beim Confederations Cup vor einem Jahr, Julian hat dort gute Fortschritte und gute Spiele gemacht. Er hat sich auch im Training sehr gut gezeigt. Sam hatte für den Confed Cup aufgrund einer Nasen-OP abgesagt. Textquelle Urheberrecht Laola 1.at Mohamed Selle trotz Verletzung in Ägyptens WM-Kader zum Seitenanfang. Mehr zum Thema Comment-Count Kommentare rechtliche Hinweise, die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der Laola 1 Redaktion wieder. Laola 1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von Laola 1 zuwiderlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Punkt. Weiters behält sich die Laola 1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.